Beben malen möchte und das Endergebnis besonders gut aussehen soll, besonders bei einer derart schwierigen Grimasse wie in diesem Foto, dann bevorzuge ich es zuerst auf einem losen Blatt eine Skizze zu machen. Die mache ich dort, wo ich am meisten Hilfe brauche, am genauesten, indem ich auch Schatten einfüge, aber dort, wo ich etwas freier arbeiten möchte, später mit der Farbe, wie zum Beispiel bei den ganzen Fröschis, da bin ich etwas lockerer. Und erst wenn ich wirklich zufrieden bin mit der ganzen Skizze, übertrage ich es mit der Hilfe von Transferfolie auf die Leinwand, die ich natürlich vorher geprimed habe. Da viele fragen, man kann auch ohne Primer arbeiten oder einfach weiße Acrylfarbe nutzen. Es wird am Ende das Endergebnis nicht groß verändern. Es macht das Malen einfach nur angenehmer, weil sich die Farbe besser über die Leinwand streichen lässt. Morgen. Heute gibt's mal Wasser und kein Tee, denn es ist richtig warm in letzter Zeit. Ich habe gestern die Skizze geschafft und sie bereits auf die Leinwand übertragen.
Ich dachte für das Motiv wäre diese runde Form richtig cool. Ich habe nur, anders als bei der digitalen Skizze auf Procreate, den Kopf ein bisschen kleiner gemacht, damit man etwas mehr von den Fröschis hat. Und ich habe sie, anders als bei dieser Skizze, etwas tiefer hier angebracht, weil das soll ja die Froschkönigin sein. Und ich dachte, es wäre cool, wenn ich eine Krone anbringe, so ganz verspielt. Und dann hat die Krone etwas mehr Platz. Ich habe gestern auch noch diese kleine Holzplatte geprimed, weil ich dachte, ich müsste auf jeden Fall noch eine kleine Studio machen. Also einfach innerhalb von einer halben bis Stunde hier das Bild auch mal drauf malen, ganz rough und patchy, um die Farben ein bisschen auszuprobieren und so mal ein bisschen reinzukommen, weil gestern hatte ich ein bisschen Angst vor diesem Bild, aber heute habe ich den nicht mehr. Und ich habe Lust, hieran zu arbeiten. Das heißt, ich glaube, ich lasse das sein. Ich meine, ich kann die immer wieder nutzen. Warum also nicht? Weil die Skizze ist mir so gut gelungen. Ich bin richtig zufrieden. Ich werde das Ganze mit Acrylfarbe malen, für alle, die fragen. Und für alle, die im letzten Video mitgestimmt haben, ob ich Linol- oder Ölfarben mal testen soll. Ich würde beides machen. Es war ziemlich ausgewogen, mit einem Ticken mehr Leute, die für Öl gestimmt haben. Aber das Ölvideo wird dann natürlich etwas länger dauern, denn Öl braucht länger zum Trocknen. Das heißt, ihr werdet ziemlich bald schon Linol bekommen und Öl wird auch irgendwann folgen. Ich hoffe, dass es maximal einen Monat dauert. Nur damit ihr Bescheid wisst. Doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold. Die erste Schicht ist jetzt fertig. Das ist ein Kunstwerk für sich, nicht wahr? Ich versuche einfach nur ganz patchy die Farben dort, wo ich sie sehe, einzufügen. Ein bisschen knalliger, als wie es am Ende aussehen soll, damit es eine schöne Base hat. Die Farbe ist generell ein bisschen transparenter, das heißt, das leuchtet richtig schön durch. Aber ich lasse das jetzt erstmal trocknen, damit ich das nicht verschmiere mit der nächsten Schicht. Und dann machen wir weiter. Wenn ihr genau wie ich bei diesem Bild ein super weiches Endergebnis erzielen möchtet, was ziemlich realistisch aussieht, dann empfehle ich euch, Trocknungsverzögerer zu nutzen oder ein bisschen Wasser in eure Farbe zu mischen. Mit Hilfe des Stay Wet Palettes, was ich habe, ich verlinke es mal in der Infobox, wird automatisch die Farbe ein bisschen feuchter, wodurch sie länger nass bleibt. Zudem empfehle ich für die ersten 4-5 Schichten leicht transparente Farbe, vor allem wenn es um Weiß geht. Weiß ist meistens eine Deckfarbe und damit übermalt man die Farben, die da drunter waren. Das ist schade, wenn man wie ich diese verschiedenen Schichten aufbaut, wo die Farben durchleuchten sollen. Das heißt, achtet beim Kauf der weißen Acrylfarbe darauf, dass sie transparent ist. Mischt die dann unter die anderen Farben und dann könnt ihr langsam layern. Und ganz am Ende, wenn ihr dann denkt, ihr habt das Maximale an transparente Farbe ausgeschöpft, könnt ihr dann anfangen mit der deckenden weißen Farbe zu arbeiten. Das ist insgesamt auch ein Fall von Trust the Process. Durch diese transparente Farbe wird es sehr lange sehr unordentlich und dreckig aussehen. Aber es wird schon. Einfach dranbleiben. Ich habe insgesamt für dieses Gesicht zu malen so um die 3-4 Stunden gebraucht, bis es anfing, okay auszusehen. Ihr müsst einfach an eure Fähigkeit glauben. Die kann das schon. Ihr könnt das schon. Aber da fällt mir übrigens ein, dass ich noch gar nicht so viel zu diesem Bild gesagt habe. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es dumm oder cool finde. Aber ein Freund von mir hat mir letztens einfach diese Haribo-Frösche mitgebracht, weil ich Frösche mag.
Und da hatte ich irgendwie die Idee, sie zu malen. Ich finde, dieses leicht transparente und dieses grelle Grün sieht richtig schön aus. Und da ich Porträts gerne male, dachte ich, ich verbinde es mal. Danke nochmal an Lara, die diese Woche mein Model war. Es ist immer schön, mein neues Gesicht zu malen. Nicht immer das von meiner Schwester, nicht dass es mich stört. Sie ist sehr hübsch. Trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same. Trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself, I don't need grace. Be there to catch my fall. Need to be sure you'll hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. Why I wasted my time. And I'll say I didn't know better. But the truth is I was weak and scattered, afraid of the blame. 29 years I've been the same. Trying so hard to run from shame. And I will not keep up the pace. To fool myself I don't need grace. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard. Will to you let be there go? To catch my fall? Need to be sure. Bitte ignoriert die ganzen Katzenhaare auf meiner Jacke. Aber ich bin fertig. Ich bin sehr zufrieden. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es dumm oder lustig oder schön finde. Aber es ist cool. Das reicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet und wie ihr generell solche entspannten Draw-With-Me's findet. Ich mag es immer sehr gerne, sowas zu filmen, weil ich dann einfach irgendwas malen kann, was ich gerne male. Entschuldigung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert, falls ihr noch mehr kreativen Kunstcontent mögt. Denn es gibt zweimal die Woche ein Video von mir. Manchmal sind es Tutorials, manchmal Draw With Me's, manchmal sind es Vlogs. Je nachdem, alles kreativ und cool. Genau wie ihr. Bleibt schön gesund, bleibt schön kreativ und man sieht sich nächste Woche wieder mit einem neuen Video.